Das ist die Dominieren statt Kämpfen Show. Ich war halt immer bereit zu lernen, bereit mitzumachen. Jede Woche Menschen, die Bahnbrechendes geleistet haben. Ich habe gelernt, wenn Scheiße am Boden liegt, dann lass sie liegen, fass sie nicht an, du könntest eventuell riechen danach. Ob eine Idee gut ist oder schlecht, das definiert man nicht selbst, sondern das definiert der Markt. Direkt zu dir nach Hause. Möglichmacher sein und positive Einstellung. Und hier ist dein Host, Dr. Julian Hosp, der Experte für smarte Abkürzungen im Leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dominieren statt Kämpfen Show. Und der heutige Gast kommt aus einem komplett neuen Sektor, einem Bereich, den wir bis jetzt überhaupt nicht in den letzten Episoden besprochen haben. Und genau das ist ja mein Ziel, dass wir eben Leute aus unterschiedlichen Bereichen bekommen, die in ihren Bereichen absolut dominieren. Und mein heutiger Gast ist Uniprofessor Dr. Gerhard Kirchmeier. Er arbeitet auf der Universität hier in Innsbruck und zwar in dem Bereich Quantenphysik. Ein extrem spannendes Thema, wie ich finde, und ein Thema, das aber für viele Leute, denke ich, schon sehr abstrakt sein könnte, vielleicht auch unbewohnt ist, vielleicht auch habt ihr noch gar nichts davon gehört. Ich persönlich beschäftige mich mit Quantenphysik in meiner Freizeit. Ich liebe dieses Thema. Ich komme ja als Mediziner aus der Naturwissenschaft. Und ich finde das ganz spannend. Es war mir ein ganz großes Anliegen, dass ich mit ihm über diese ganzen Dinge sprechen durfte. Und über welche Dinge haben wir gesprochen? Ganz wichtig, wir haben am Anfang, in den ersten circa 10 Minuten, hatten wir Audioprobleme, weil wir das Ganze über Skype gemacht haben. Das hat nicht so funktioniert. Ich habe das einfach rausgeschnitten. Wir haben dort vor allem diese Dinge rausgeschnitten. Er hat sich vorgestellt und hat kurz seinen Lebensweg rein erzählt. Ich habe das dann nachgesprochen, wie ihr hören könnt, wo ich einfach kurz über das Ganze erzählt habe. Wir sprechen dann über richtig coole Dinge. Wir sprechen dann über Beamen, wir sprechen über Quantencomputer, wir sprechen über neue Technologien. Wir gehen auch ein bisschen in die Theologie rein. Wir sprechen ein bisschen über Wissenschaft gegenüber der Religion. Ganz, ganz, ganz spannende und interessante Themen. Auch für jemanden, der mit der Wissenschaft bisher nicht so viel zu tun hatte, wird sich da absolut reinfinden. Wir sprechen nämlich sehr viel auch über die Basis von den ganzen Dingen. Also ganz, ganz, ganz viel Spaß in dieser Episode. Ich hatte richtig viel Spaß und ich bin mir sicher, das hast du auch. Du erkennst, wie wichtig die richtigen 5 Menschen um dich herum sind? Du möchtest dein Leben genauso dominieren, anstatt immer nur zu kämpfen? Doch, wie geht das? Genau dafür hat Dr. Julian Hosp die Dominieren statt Kämpfen Mastermind-Gruppe gegründet, in der du exklusiven Zugriff auf Insiderwissen zu Gesundheit, Beziehungen, Netzwerken, Business, Finanzen und vieles mehr bekommst. Tausche dich zudem mit hochmotivierten Menschen aus und erweitere dein Netzwerk automatisch, ganz bequem von zu Hause aus. Schau gleich auf www.julianhosp.com/mastermind und buche deine kostenlose Intro-Stunde. Dominiere, anstatt nur zu kämpfen. Ganz kurz, bevor wir in die Show reingehen, 3 kurze Dinge. Erstens, wenn du eine regelmäßige E-Mail zur Show haben willst, mit Hintergrundinformationen, Fotos und Links, dann gehe auf meine Webseite dominieren-statt-kämpfen.com, kämpfen mit AE, trag dich dort ein und ich schicke dir einmal pro Woche eine E-Mail zur Show. Das zweite, wenn du regelmäßig jeden Tag eine kleine motivierende Audionachricht bekommen willst, dann geh auf tab.25geschichten.de und hol dir Julians täglichen Audioblog, wo ich jeden Tag ein paar richtig tolle Sachen bespreche, immer ganz kurz und pünktlich in der Früh. Und das dritte, wenn du mehr Infos zu den ganzen Geschichten und Hintergrundinformationen haben willst, dann hol dir mein Buch 25 Geschichten für mein jüngeres Ich, wo ich darüber spreche, wie ich bestimmte Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe und welche Auswirkungen die gehabt haben und was du daraus für dich mitnehmen kannst. Das Buch bekommst du am einfachsten über Amazon. Gehst du einfach auf 25geschichten.de und holst dir es direkt von dort. Ich würde mich total freuen, wenn du das machen würdest, auch wenn du mir ein Feedback auf Amazon hinterlassen würdest und auch ganz wichtig, weil du ja diesen Podcast wahrscheinlich am Handy oder am Computer hörst, lass mir doch ein Review auf iTunes und beschreib, was dir an diesem Podcast besonders gefällt. Es hilft mir und es hilft anderen Leuten, diesen Podcast auch zu finden und zu erkennen, um was es in dieser Show und bei diesen ganzen Gästen geht. Also jetzt aber, viel Spaß, wir steigen jetzt direkt rein. Ich muss aber leider gerade am Anfang jetzt dazu sagen, wir hatten in den ersten paar Minuten unseres Gesprächs auf Skype, weil ich war damals in Hongkong, er in Innsbruck an der Klinik, hatte ich einige Probleme mit dem Audio.
Und anstatt das Ganze nochmal neu zu starten, und das stört ja einen normalen Gesprächsfluss, und in meinen Shows ist mir immer ganz wichtig, dass das wie ein normales Gespräch ist. Ich will ja nicht, dass das Ganze irgendwie simuliert ist oder irgendwie rein als Interview dasteht, sondern es soll wirklich ein Gespräch unter zwei Freunden, zwei Geschäftspartnern, einfach zwei Leuten sein, und das soll so natürlich wie möglich sein. Und deswegen wollte ich das Ganze nicht nochmal neu von Anfang an starten, denn dann wäre das Ganze nicht mehr natürlich. Und aus diesem Grund möchte ich ganz kurz ein paar Dinge vorweggreifen, die wir da besprochen haben, und wir gehen dann direkt dort hinein, wo wir über die Quantensimulation sprechen. Was das genau ist, beschreibe ich jetzt noch gleich. Wir haben ganz kurz angefangen, wo Herr Professor Kirchmeier darüber gesprochen hat, was er heute macht, wie er in diesen ganzen Beruf gekommen ist. Er hat in Innsbruck studiert, dann in Amerika wieder zurück und arbeitet jetzt auf der Universität in Innsbruck und ist dort einer der leitenden Führungskräfte, wenn es darum geht, Quantenphysik zu forschen, auf der anderen Seite auch mit Studenten zu beschreiben. Ganz am Anfang haben wir eben über diese Verschlüsselungsmethoden gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass zum Beispiel in der klassischen Physik bei einer Verschlüsselungsmethode immer das Problem ist, dass ja dieser Schlüssel von A nach B getragen werden muss. Und das Ganze hat ja damals im Weltkrieg angefangen, wo eben durch Enigma diese ganzen Dinge auch verschlüsselt werden. Dann natürlich der Feind versuchte, das Ganze zu entschlüsseln. Und wir haben dann darüber gesprochen, dass Quantenphysik da eine absolute Lösung wäre, weil man, wenn man solche Quanten verschränkt und dann an unterschiedliche Teile des Universums theoretisch bringen könnte man die Informationen dazwischen nicht abgreifen. Wir haben dann eben darüber gesprochen, wie das Ganze mit dem Verschränken funktioniert, dass man eben diese Teilchen komplett in eine Richtung nach oben und nach unten drehen kann. Ich werde euch einen Link in die Shownotes reinposten, wo ihr das Ganze in einem einfach erklärten YouTube-Video auch beschreiben könnt. Denn wir sind da im Podcast, also in der Show, nicht so ins Detail da reingegangen, sondern wir wollten wirklich hier auf einem höheren Niveau diese ganzen Dinge diskutieren. Und eines der wichtigsten Konzepte, und da gehen wir direkt auch hinein und da geht es auch direkt dann los, geht um die sogenannte Quantensimulation. Und was es da im Prinzip geht, ist, dass klassische Computer sich heute total schwer tun, durch diese enorme Rechenleistung, die da anfallen würde, irgendwelche Dinge vorherzusehen, vorherzusagen, weil einfach solche komplexen Sachen hier einfallen. Und wir steigen genau dort ein, wenn ihr also jetzt dann direkt hineingeht, dann nicht erschrecken, dass es direkt hineingeht, ohne, wie ihr es sonst gewohnt seid, ohne Einführung. Ihr kommt aber gleich hinein und werdet auch gleich merken, um was es geht. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Show. Wir gehen hinein. Wir verwenden Quantencomputer, um ein anderes Quantensystem zu simulieren. Und der Vorteil ist jetzt der, der Unterschied zu den anderen Experimenten ist, mit dem Quantencomputer habe ich jetzt Zugriff auf jedes einzelne Teilchen, das da drinnen sitzt. Ich kann jedes einzelne messen, jedes einzelne manipulieren. Das heißt, ich habe ein System, das ich wesentlich besser unter Kontrolle habe, wo ich Parameter verändern kann, schaue, was passiert. Was ist, wenn ich an dem Parameter rumdrehe, verschwindet die Supraleitung, kommt sie wieder retour, ändert sich irgendwas? Und das ist im Moment das, wo ich denke, dass in die nächsten Jahre eigentlich die größten Fortschritte passieren werden. Da sind wir jetzt wirklich dabei, also gerade zum Beispiel da in Innsbruck beim Rainer Platt in die Labore, der versucht auch einen Quantencomputer zu bauen, in dem Fall mit Hilfe von Ionen, also einzelnen geladenen Teilchen, wo jedes dieser Ionen dann so ein Quantenbit ist. Und da kommt man langsam wirklich in Regime, wo man sich denkt, jetzt wird's interessant. Also da sind wir nicht mehr weit weg. Also diese Materialien verstehen, die es da gibt, zum Beispiel auch, was interessant wird, ist, dass da haben wir auch so erste Baby-Steps, haben da Leute gemacht, die Energiespektren von Molekülen berechnen. Das ist was sehr Interessantes. Da stellen Computer dann auch recht schnell ab einer gewissen Größe, sagen die, okay, geht nicht mehr, kann ich nicht mehr. Selbes Argument. Was sind Molekülspektren? Einfach im Endeffekt, stell dir vor, du nimmst ein Molekül und willst da ausrechnen, was ist denn jetzt die optimale Konfiguration von meinen Atomen, die ich jetzt da rum habe? Was ist denn die energetisch niedrigste? Weil das ist die Konfiguration, die mein Molekül einnehmen wird. Und sowas klassisch zu berechnen, ist extrem schwierig. Wieder mit einem Quantencomputer könnt ihr mein Quantensystem-Molekül mit dem Quantencomputer nachbauen. Oder sagen wir mit dem Quantensimulator vielleicht eigentlich. Und ich könnte mir dann da wesentlich effizienter diese Konfigurationen, sage ich mal, ausrechnen. Und da ist natürlich, da wird es dann interessant. Weil wenn ich dann anfangen kann, mir von großen Biomolekülen das auszurechnen, dann kann ich da wesentlich besser
mich herantasten und anfangen, ich sage mal, wirklich zu verstehen, wie Medikamente funktionieren. Ich meine, da müsstest du dich vielleicht sogar besser auskennen als ich, aber ich habe da mal vor ein paar Monaten mit einem Spezialisten geredet, der in der Medikamentenforschung ist, und der sagt, ja, im Moment, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, ist das ein bisschen besseres Bunchen. Sie wissen halt ein paar Sachen, wie sie funktionieren, und jetzt probieren wir mal das da so quasi zu verändern und schauen mal, was dabei rausgeht. Aber das sind halt alles langwierige Methoden und so weiter, bis sie das im Labor realisiert haben. Er hat gesagt, was heute schon viel hilft, ist so computergestützte Sachen, die ihnen erlaubt, gewisse Vorhersagen zu machen. Aber das ist halt teilweise einfach noch wieder, aufgrund, weil es so ein komplexes Problem ist, kann man das noch nicht wirklich gut auf einem klassischen Computer. Und da wird halt der Quantencomputer dann enorm helfen. Also das ist schon, also das, wo ich denke, in Zukunft sicher, also für mich ist das eigentlich, muss ich sagen, in diese Richtung, also Moleküle, Materialien verstehen. Ich glaube, das ist die erste tatsächliche Anwendung von einem Quantencomputer, die man sehen wird. Wie weit seid ihr davon weg? Das ist jetzt ein bisschen eine Definitionssache. Also ich würde sagen, so, wir können sicher innerhalb der nächsten, ja, 5 Jahre oder so, vielleicht ein bisschen länger, aber nicht viel, ein System bauen, das wir kontrollieren und mit dem Quantencomputer ausmessen können, das aber klassisch nicht mehr zu simulieren ist. Also das, denke ich, lässt sich innerhalb der nächsten 5, vielleicht maximal 10 Jahre machen. Darüber hinaus, denke ich, ist dann recht schwierig vorherzusagen, weil da muss man dann schauen, wirklich was passiert. Also eine Vorhersage zu treffen, wann das erste, keine Ahnung, Biomolekül für ein Medikament von einem Quantencomputer ausgerechnet ist, traue ich jetzt nicht zu sagen. Das dauert sicher wesentlich länger als diese 10 Jahre, aber wie viel, weiß ich jetzt. Wie kann man nachher, wenn die Quantencomputer das berechnen, wie kann man nachher das falsifizieren oder verifizieren, weil man darauf nicht nachschauen? Das heißt, man kann ja nicht wissen, was das Ding jetzt eigentlich gemacht hat. Nein, doch. Also im Endeffekt doch. Nein, das ist, der Punkt ist der, man muss da, der Quantenalgorithmus muss so gestrickt sein, dass am Ende des Resultates, das ich rauskriege, schon ein eindeutiges Resultat ist. Also das heißt, dazwischen passiert alles Mögliche, aber so quasi dann, wenn er ankommt, muss es da einfach eine gewisse Anzahl von nicht unendlich viele Lösungen geben, sondern irgendwie nur so quasi, dann habe ich halt diese 3 Resultate, weil das sind zum Beispiel die 3 niedrigsten Zustände, Energiezustände von meinem Molekül oder sowas. Also das muss so gebaut sein, dass das funktioniert. Weil wenn ich sonst wieder unendlich viele Möglichkeiten austesten muss, dann habe ich ein Problem. Das ist ganz ähnlich, das kommt aber auch schon bei diesem Shor-Algorithmus zu tragen. Da kommt im Endeffekt, wenn man das richtig macht, am Ende der Rechnung ist mein Quantencomputer zum Beispiel in einer Superposition aus allen Primzahlen, die praktisch multipliziert miteinander die Zahl geben, die ich wissen wollte, also halt die in ihre Primfaktoren zerlegen wollte. Das heißt, da muss ich dann im schlimmsten Fall ein paar Messungen machen, dass ich halt mein Quantencomputer sage, einmal gebe ich da die Antwort, einmal gebe ich da die Antwort, aber wenn ich das genug oft wiederhole, dann weiß ich definitiv, okay, es ist 3, 5, 7, 13, keine Ahnung, such das aus. Genau. Also so in der Summe. Ich verstehe. So. Und dann umgekehrt, also gerade zum Beispiel Shor ist ein super Beispiel, das Testen, ob es richtig ist, ist trivial. Ist leicht, du multiplizierst die Zahlen zusammen. Genau, das kannst du im Zweifelsfall noch im Kopf machen. Ja gut, du vielleicht, aber ich nicht. Ja, okay. Oder mit der Platte. Ja. Und ganz ähnlich muss es natürlich auch, ich glaube, das ist in den nächsten Jahren einer der ganz, ganz wichtigen Punkte. Wir müssen Methoden entwickeln, weil, wie soll ich sagen, jeder kann sagen, ich habe einen Quantencomputer gebaut, das Ding rechnet, was weiß ich was aus. Keiner kann es nachprüfen. Das heißt, da ist schon die ganz, ganz große Aufgabe auch von uns. Wir müssen das so, diese Maschinen so bauen, dass wir diese Schritte immer überprüfen können. Dass wir Möglichkeiten haben. Idealerweise zum Beispiel haben wir
einen Quantencomputer mit der Technologie realisiert und einen Quantencomputer mit der. Und wir kriegen dasselbe Ergebnis aus. Mhm. Weil dann, wenn es komplett unterschiedliche, keine Ahnung, einer verwendet, so wie ich gesagt habe, was wir machen, supraleitende Schaltkreise, einer verwendet kalte Gase, oder gefangene Ionen oder was auch immer, die experimentellen Aufbauten und alles ist so unterschiedlich, dass es da, wie soll ich sagen, Fehler, die sich in beide einschleichen, eigentlich praktisch nicht geben kann. Mhm. Und solche Sachen, also ich glaube, das ist so die ganz große Challenge in den nächsten Jahren. Wir machen mir etwas, wo wir wirklich so sukzessive und schrittweise dem nähern, wo wir dann sagen, ha, und das können wir jetzt besser als ein klassischer Computer. Und auch unter Anführungszeichen nachgewiesen, sage ich mal. Macht voll Sinn. Glaubst du, dass irgendwann einmal künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence kommt? Oh. Wenn ja, besteht die aus einem künstlichen Computer, aus einem Quantencomputer, aus einem Mix? Aha. Ist eine interessante Frage und ist, glaube ich, ganz aktive Forschung, muss man dazu sagen. Also zum Beispiel da in Innsbruck, der Hans Briegel ist Theoretiker bei uns, der ist aktiv an solchen Fragen interessiert. Also das nennt man dann Agents zum Beispiel, also die können dann quantenmechanisch sein oder nicht. Und da gibt es gewisse Algorithmen und so weiter, von denen man gesagt hat, da könnte so ein quantenmechanischer Agent schneller lernen als ein klassischer. Und ich glaube zum Beispiel, ich meine, Google hat sich ja jetzt vor kurzem auch, ich sage mal, diese Technologie eingekauft, im Sinne von, die haben eine Gruppe in den USA, stellen die Geld zur Verfügung, die arbeiten auch an superleitenden Schaltkreisen, um damit einen Quantencomputer zu bauen. Und ich denke, woran Google interessiert ist, ist eben dieses Quantum Learning, Quantum AI. Ich denke, da gibt es definitiv Vorteile, wenn man das quantenmechanisch machen kann. Ich glaube, da sind wir mal gerade bei den ersten Baby-Steps dabei. Und wie gesagt, also das ist aktives Feld der Forschung. Also da haben sich erst die Theoretiker die richtigen Sachen dazu überlegt, die dann wir Experimentalphysiker in den nächsten 10 Jahren. Also künstliche Intelligenz, da siehst auch du, obwohl du beim Quantencomputer einer voll davon, unter Anführungszeichen, da jetzt alles siehst, was so die ganzen Rechenmodelle können, siehst du trotzdem, dass das noch in weiter Zukunft ist? Wie soll ich sagen, sag niemals nie, kann immer was passieren, aber ich denke, da sind wir schon noch ein Stückchen weg. Also ich glaube, das kommt dann schon recht nahe dem, was eben so ein Quantencomputer können muss. Also, was ich vielleicht nicht so ganz gesagt habe, ist, stellt sich raus, diese Quantensimulatoren, die spezifisch für ein System baue, um dieses System zu verstehen, die sind ein bisschen einfacher zu bauen. Da brauche ich ein bisschen weniger Kontrolle, da sind ein paar Sachen einfach einfacher, ohne jetzt in die Details zu gehen. Im Vergleich zu einem kompletten Quantencomputer, der man dann alles, jedes Problem, sage ich mal, in der Quantenphysik lösen kann. Und so eine, wie soll man sagen, Quantum AI, die geht eher in Richtung, ist schon auch recht spezialisiert, aber eher in Richtung Quantencomputer dann schon. Also das ist ein recht kompliziertes Problem dann. Genau. Wie sieht denn bei dir der Tagesablauf aus? Machst du viel theoretisch, machst du viele Experimente? Wie schaut denn bei dir der Tagesablauf aus? Also ich bin Experimentalphysiker, heißt für mich im Moment, dass meine Studenten die Arbeit machen, meine Postdocs und ich mich mit denen eigentlich jeden Tag zusammenhocke, okay, was haben wir gemessen oder was habt ihr gemessen, was fehlt uns noch, um das zu verstehen, wie gehen wir jetzt weiter, hilft dann auch, wie soll ich sagen, mal aktiv Probleme finden, irgendwas funktioniert nicht da, okay, schauen wir es uns zusammen an. Also das ist eigentlich mein, was ich am Tag am meisten mache, neben, ich sage mal, E-Mails beantworten, sonstige administrative Sachen. Podcast-Interviews geben. Genau, Podcast-Interviews geben, auf Vorträge vorbereiten, Geld heranschaffen ist ein ganz großer Punkt natürlich auch. Woher kriegt ihr das? Also für mich speziell ist eigentlich das Funding, also auf das ich mich in der letzten Zeit auch, wie soll ich sagen, beworben habe, ist entweder auf EU-Ebene, also da gibt's dieses European Research Council und ein Projekt nennt man es nicht, ein
jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein, egal, Horizon 2020 nennt sich das. Da kann man sich mit seiner Forschung bewerben und die geben einem dann Geld für ein paar Jahre. Ganz analog gibt es auch was vom FWF, also vom Fonds für Wissenschaft und Forschung, da in Österreich lokal, wo wir Geld bekommen können für unsere Forschung. Aus der Industrie? Wenig, weil es doch noch gerade ein dicken Zweit weg ist. Da ist also wirklich, also die Quantencomputer-Seite, was wir machen, die ist noch ein bisschen zu weit weg, außer man hat wirklich die ganz großen Player irgendwie, wie also Google, Microsoft, Intel sind im Moment alle dabei, da schon zu investieren, aber die machen das halt sehr selektiv. Die suchen sich dann halt die beste Gruppe unter Anführungszeichen raus und geben denen Geld. Für die nach Amerika zu gehen, zurück, wäre nicht interessant oder hast du mal angedacht oder warum bist du in Innsbruck? Ich sage mal so, das Umfeld in Innsbruck ist sensationell. Also ich würde sagen, das kann man weltweit, was wir da in der Physik haben, also ich muss vielleicht mich selber ausnehmen, aber ich sage mal so, von Kombination an verschiedenen Experimenten kombiniert mit der Theorie, die wir da haben, das ist schon was, Weltklasse. Was Weltklasse ist, ohne dass ich glaube jetzt da allzu. Ja, das kann man ruhig sagen. Man muss einfach mal so ein bisschen auf den Rücken klopfen und sagen, es ist super. Ja? Naja, gut, also immer selber nicht da, aber wie soll ich sagen? Also, so, wenn man so sich anschaut, die Theoretiker, Peter Zoller, Hans Briegel, Andreas Leuchli, alle in Summe, was wir da haben, unsere Experimentalphysiker mit dem Rainer Platt, Rudi Grimm, Gregor Weiß, Francesca Verleiner, wenn man da schaut, die sind alle ganz, ganz vorne mit dabei, in was die tun. Also da brauchen wir uns wirklich nicht verstecken. Und das ist schon, also ich finde, unsere Forschung, und ich glaube, das ist generell richtig für Forschung, ist, man braucht eine gewisse kritische Masse an Leuten. Dass man einfach sagt, wir sind jetzt interessiert an dem und dem, wir haben das und das Problem, unter Anführungszeichen, und dann geht man zu einem Experimentalphysiker, dann geht man zu einem Theoretiker und sagt, du, ihr wisst doch sicher Bescheid. Und typischerweise da in Innsbruck ist es das so, dass man das genau machen kann. Das heißt nicht, dass es das woanders auf der Welt nicht gibt, aber da muss man dann schon, ich sage mal, zu, weiß nicht, Unis wie Harvard, MIT, sucht das aus, gehen, damit man was Vergleichbares findet. Der Unterschied vielleicht nur der ist natürlich, die haben diese Exzellenz nicht nur jetzt zum Beispiel in der Quantenphysik, sondern in ganz, ganz vielen Sparten der Physik. Und bei uns dreht sich jetzt schon, also die Physik ist einfach ein bisschen kleiner. Also wir haben sehr, sehr viele, also gerade speziell die Sachen, die wir machen, da sind wir sehr gut. Quantenphysik ist eines davon. Aber wir sind nicht so riesig wie viele andere Unis. Mhm. Genau. Was war so das krasseste Experiment, was du je gemacht hast, wo du gesagt hast, boah, das hat dir so richtig die Augen geöffnet oder so richtig überrascht oder das hast du überhaupt nicht erwartet? Ich glaube, okay, das war während meiner Doktorarbeit. Da haben wir so eine Gatteroperation, also eine Rechenoperation für einen Quantencomputer realisiert. Und die ist viel besser gegangen, als wir es erwartet haben. Also die ist so gut gegangen, dass das jetzt für, jetzt weiß ich nicht für wie lang, aber für einige Jahre, also bis vor ganz kurzem, die beste Rechenoperation war, die je auf einem Quantencomputer gemacht worden ist. Also bis vor, ich weiß nicht, ein oder zwei Jahren. Und das war schon eigentlich recht interessant, weil da waren wir irgendwie so, das war eine Kombination aus, wir haben das erste Mal ausprobiert, bis dorthin, wo es praktisch perfekt funktioniert hat, unter Anführungszeichen, war innerhalb von sehr kurzer Zeit und auch die Qualität letztendlich dann, mit der das funktioniert hat, war wesentlich besser, als wir uns gewünscht, aber wie soll ich sagen, als wir gekauft haben. Genau, ich glaube, das war eigentlich das Überraschendste. Cool, das finde ich cool. Wenn das vor allem in der Doktorarbeit passiert, dann glaube ich, ist das besonders, Das waren halt irgendwie gerade, das war halt auch gerade irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder so. Glaube ich, ja. Wenn jetzt jemand dazuhört und der vielleicht
noch am Ende seines Gymnasiums ist oder vielleicht gerade am Anfang vom Studium. Ja. Wie denkst, was ist jetzt, oder auch vielleicht für Eltern, die was ihren Kindern gerade in dem Bereich irgendwas geben wollen, was würdest du Leuten für Tipps geben, wie man jetzt in die Richtung kommt, wie kommt man in die Quantenphysik oder wie kommt man in das Ganze total speziell technisch rein? Was ist da das Beste? Naja, Grundvoraussetzung ist mal Physik studieren anfangen. ich denke, man muss zumindestens mal, also definitiv Physik interessiert sein. Warst du das von Anfang an? Ich war eigentlich, also Wo bist du zur Schule gegangen? Ich habe HTL Anichstraße für damals noch Nachrichtentechnik gemacht. Und für mich war eigentlich, die in der Nachrichtentechnik, das ist sehr, die Methoden, die man da verwendet, da muss man über die Grundlagen eigentlich unter Anführungszeichen gar nicht so Bescheid wissen. Also wie man jetzt, ich sage mal im einfachsten Fall, einen elektronischen Schaltkreis baut, einen Verstärker baut oder was auch immer, da gibt es etablierte Methoden. Und mich hat einfach interessiert, was steckt denn dahinter? Woher kommt denn das? Und warum funktioniert das so, wie es funktioniert? Und das hat mich dann im Endeffekt Physik studieren lassen. Und das war gerade dann für mich im Rückblick eigentlich eine gute Kombination, weil mein Elektronik-Know-how und das alles habe ich dann recht gut natürlich für meine Master- und Doktorarbeit verwenden können. Das hat mir natürlich sehr geholfen. Aber für mich war eigentlich die Sache zuerst die, ich will mal einfach verstehen, woher kommen denn die Sachen. Dass ich dann Experimentalphysiker geworden bin und mit der Quantenphysik beschäftigt habe, ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine Mischung aus den Leuten, die man halt da gesehen hat, Professoren, Postdocs, die man in Seminaren und so weiter gehabt hat, wo man sich einfach gedacht, mit denen ist sicher super zusammenarbeiten, die machen interessante Sachen, die reden von ihrer Forschung mit einer Begeisterung, das muss was Cooles sein. Und also ich glaube, das ist dann schon, also für mich eigentlich, es war für mich nicht so, ich habe gesagt, ich will Quantenphysik verstehen und deswegen mache ich das jetzt, sondern es war so, ich will einfach verstehen, woher kommen die Sachen, und dann im Laufe des Studiums habe ich gesehen, Innsbruck ist ja wirklich gut in dem, was sie da machen. Und wir haben da wirklich gute Leute, mit denen ich mich nicht mehr vorstellen kann, oder wo ich mir vorstellen kann, eine Masterarbeit zu machen, und in Folge dann auch Doktorarbeit. Und gerade im Zuge von der Masterarbeit und so weiter habe ich dann erst richtig gesehen, was für super Umfeld wir da eigentlich haben, dass man da wirklich mit vielen Leuten zusammenarbeitet, dass dann was wirklich Gutes rauskommt dabei. Und ja. Wie weit grabst du da ein zu den Dingen, wie sie funktionieren? Gehst du da sogar noch weiter, dass du sagst Quantenphysik nur, oder gehst du da fast sogar schon in den philosophischen Bereich ein bisschen rein? Wie weit grabst du da halt für dich selber? Auf der einen Seite, glaube ich, bin ich wieder eher jetzt ein bisschen zurückgegangen, jetzt technisch unter Anführungszeichen technische Probleme zu lösen. Also gerade so einen Quantencomputer zu bauen, ist sehr viel, okay, wir müssen jetzt Probleme lösen, die hat sich bis jetzt noch keiner angeschaut, da gibt es noch keine Lösungen dafür, und das müssen wir schauen, wie das jetzt funktioniert. Inwiefern ich vielleicht versuche, also da jetzt ein bisschen drüber rauszugehen, ist eben mit diesem Experiment, wo wir jetzt uns eben anschauen wollen, wir verwenden einen sogenannten mikromechanischen Oszillator. Kann man sich vorstellen wie so ein kleines Sprungbrettel, das oszilliert. Das Sprungbrettel ist jetzt aber nur so, wie soll ich sagen, Haaresbreite groß. Und damit wollen wir mal schauen, wie weit können wir das denn mit dieser Quantensuperposition treiben. Wie groß kann das Objekt sein, dass man es in so eine nicht lokale, dass es an zwei, sage ich mal, an zwei Positionen gleichzeitig ist. Wie groß ist das zurzeit? Im Moment, was wo Leute eigentlich dabei sein, da schon in die, ich glaube, das werden, lass mich mal kurz überlegen,
Ja, das wird so eins von den Experimenten sein, eine von den Experimenten, die da am weitesten so sind. Das sind so mikrometergroße Glaskugeln, sage ich mal, die sie kontrollieren, mit Hilfe von einem Laser fangen und das dann ist ja schon, ich meine, das ist ja schon relativ groß. Das ist ein Tausendstel von einem Millimeter, oder? Genau, genau. Das ist ein Tausendstel von einem Millimeter, genau. Und da, ich meine, da muss man dann, ich meine, da sind sie gerade dabei. Also das ist, da gibt es schon Experimente, sage ich mal, in die richtige Richtung. Da muss man dann auch immer fragen, was ist da das Interessante, weil je nachdem ist dann diese Superposition, die man dann da hat, ist, naja, dieses Mikrometer große Glasding vielleicht nur ein Femtometer nach links oder rechts verschoben. Das heißt, ich schiebe das nicht einmal tatsächlich auseinander. Mhm. Also da muss man dann noch ein bisschen sich das genauer anschauen. Was Femto zu Mikro ist wieder ein Tausendstel. Oder ist das der Nano? Das ist ein Hundertstel. Da hast du dann noch ein paar Größenordnungen mehr. Also es ist Müll, noch kleiner. Es ist Mikro, Nano, Pico, Femto. Jeweils ein Tausender. Wow. Okay. Wow. Also 10 hoch minus 15. Okay, da sind wir schon richtig weit unten, ja. Ja, genau. Also da sind wir dann, also das ist dann wirklich klein. Aber das kann man messen, obwohl das so klein verschoben ist, das kann man, und das ist ja relevant. Was meinst du unter relevant? Ja, relevant sieht man das als Erfolg an, weil das ist ja, ich meine, das ist ja pipi klein. Ja, natürlich. Aber wie soll ich sagen, das ist, ich meine, man muss halt, aber es ist trotzdem, wie soll ich sagen, makroskopisches Objekt, das in gewisser Weise, je nachdem wie man es jetzt definieren will, an zwei Positionen gleichzeitig ist. Ich meine, da ist man dann natürlich dabei und das immer größer zu pushen und schauen, wie kommen wir denn jetzt da irgendwo hin, wo das tatsächlich... Ja, glaubst du, dass das mal zu einem Auto wird? Glaubst du, dass man mal ein Auto an zwei verschiedene Orte haben kann? Das Problem ist, wie soll ich sagen, vielleicht... Von was hängt das ab? Was haltet das Auto heute davon ab? Das ist eben der Punkt. Dann musst du irgendwie einen Apparat bauen, der so gut nach außen abgeschirmt ist, dass du da keine Information rauskriegst, ob das Auto da oder da ist. Verstehst du? Also das ist der Punkt. Also wir müssen diesen Informationsfluss nach außen komplett unterbinden. Und das, je größer das wird, desto komplizierter wird das. Und Informationsfluss ist im einfachsten Fall Wärmestrahlung, sage ich mal. Das heißt, weil das Auto warm ist, Infrarotstrahlung wegschickt, da muss ich dafür sorgen, dass das nicht wegkommt. Weil das zum Beispiel, ich sag mal so, wenn ihr Infrarotkamera unter Anführungszeichen jetzt habt, könnt ihr einfach sagen, Auto da oder da. Das darf nicht möglich sein. Aber das ist genau, also da ist genau eine der Fragen, die wir versuchen zu beantworten. Gibt es da kein Limit? Ist das, brauche ich nur unter Anführungszeichen eine groß genug Box bauen und ich kann alles in so eine Superposition versetzen? Oder gibt es da irgendwo ein fundamentales Limit? Gibt es noch irgendeinen Mechanismus, der mir verbietet, so ab der Größe X ist es vorbei? Wenn wir das jetzt komplett krass sehen und komplett außerhalb vom Universum rauszoomen, könnte das Universum so eine Box sein? Dass man reinschaut und sagt, das Universum selber wäre so eine Box, wo keine Information rausgeht? Ich meine, das ist jetzt natürlich mega hypothetisch. Ist eine Interpretation, die es gibt. Wieder, das geht schon dann in die Philosophie rein, weil das logisch, man was, hat bis jetzt was noch keine Beweisen ist. Und, wie gesagt, also das ist alles nichts, mit dem ich mich befasse, wirklich. Aber prinzipiell gibt es Leute, die sagen, das ganze Weltall wird durch eine große Wellenfunktion, nennt man das dann in der Quantenmechanik, beschrieben. Wenn man sagt, okay, ist ein abgeschlossenes System, es dringt nichts raus und rein. Aber wie gesagt, also das ist auch wieder... Also recht weit weg mit dem Mimi-Beschäftigung. Ja, logisch. Nein, das hat mich jetzt nur interessiert, weil ich jetzt gerade gedacht habe, weil du gerade gesagt hast, Objekt und es darf nichts rein und raus. Ja, mhm. Ja. Na genau, also ich meine, da ist eben die Frage, wie groß können wir unsere Box bauen? Und je größer man die Box bauen will, desto, ich sag mal, fast exponentiell schwieriger wird das. Und dann handelt man sich halt jetzt langsam so hoch. Und ist da vor allem die Wärmestrahlungsproblem oder was ist das Problem? Wärmestrahlung ist ein Problem, aber es gibt da noch andere Mechanismen, wie, ich sage mal, weil im einfachsten Fall
Vibrationen, die von irgendwo herkommen, können mein ganzes Quantensystem, zum Beispiel diesen mikromechanischen Oszillator, können den stören und mir im Endeffekt meine Messung vermiesen, da sieht es eigentlich gar nicht mehr der Mist, das Quantensystem und so weiter. Also da muss man all diese teilweise technischen Probleme dann einfach lösen, um eine perfekte Box, sage ich mal, zu bauen. Bei die Mikrowellenschaltkreise ist es dann zum Beispiel, ja, die sind zwar mit Supraleitern gebaut, aber wie soll ich sagen, ich brauche immer irgendwelche Kabeln rein oder raus, weil ich will ja auch was kontrollieren. Und es ist immer so, jeder Kontrollknopf, den ich reinbringe, bringt mir auch Probleme mit rein. Und jetzt muss ich einen Kontrollknopf bauen, der mir immer noch erlaubt, das alles perfekt zu kontrollieren und gleichzeitig aber meine Quantenphänomene nicht zerstört. Also das sind so die Herausforderungen, die man hat. Also zum Beispiel bei uns, bei den Superleitern, Schaltkreis ist es dann halt so, habe ich da unter Anführungszeichen auf einmal ein Loch drinnen oder einen Schlitz oder irgendwas, wo mein Superleiter nicht mehr so perfekt ist. Da hat er dann hat einen gewissen Verlust, das heißt, der Strom zerfällt dann doch. Du, ein anderes Thema, das trifft mir jetzt natürlich immer voll, weil ich so viel unterwegs bin. Vielleicht ist ja bei euch jemand, der da dran arbeitet. Wie schaut es bei euch mit dem Beamen aus? Wie soll ich sagen? Also der Rainer Platz da in Innsbruck war einer der ersten, die ein Beam-Experiment realisiert haben. Wobei, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Also dieses... Das Beamen so hat jetzt notwendigerweise nichts mit dem Star Trek Beamen zu tun, sondern da geht es wirklich darum, ich mache was mit zwei Teilchen, also es stellt sich raus, man muss Verschränkung aufbauen und so weiter. Und diese also Verschränkung, da braucht man dann die Verschränkung? Genau, da brauche ich, wenn ich das Beamen haben will, brauche ich zwei verschränkte Teilchen und dann kann ich die Information, die auf dem dritten sitzt, also das heißt, das nennt man dann eine Ressource, eine Resource, die ich verwenden kann. Und dann kann ich da ein drittes Teilchen nehmen und die Quanteninformation, die auf diesem Teilchen sitzt, auf den Partner, also das heißt, da macht man dann Operationen, also einen Schritt zurück, ich habe eines der verschränkten Teilchen, behalte ich mir da, eins von den verschränkten Teilchen bringe ich irgendwo hin, wo ich die Information hinbringen will. Theoretisch auf dem Mars. Dann nehme ich mein Teilchen, also eins aus diesem verschränkten Paar, bringe ein zweites hin, mache auf denen Rechenoperationen und Messungen und diese Messung sagt man dann, das Resultat dieser Messung muss ich dann klassisch zu meinem Partner kommunizieren und sage, bitte mach das auf deinem Quantenbit, dann hat er diese Quanteninformation auf sein Teilchen übertragen bekommen. Warum braucht man dann überhaupt ein verschränktes Teilchen? Das Problem ist, Quanteninformation messen, also ich kann, weil das Problem bei der Quanteninformation ist, eben zum Beispiel eben dieses 0 plus 1, ich kann das nicht, wenn ich jetzt eine Messung mache, dann gegen 0 oder 1. Mhm. Zufällig. Das heißt aber, wie soll ich sagen, wenn ich da aber so eine Superposition, nennt man das, gehabt habe, aus 30% 0 und 70% 1, dann kriege ich bei einer Messung zufällig, gewichtet mit 30 zu 70, das eine oder das andere Resultat. Ich habe aber noch nicht den Quantenzustand herausgefunden. Das Beamen umgeht das. Das heißt, ich nehme meine Quanteninformation, mache da Rechenoperationen und eine Messung. Die Messung sagt man nicht, was der Zustand war, sondern sagt nur, bitte du da drüben das auch einstellen. Mach jetzt folgende Operation auf deinem Quantenbit, das du da hast. Und diese Operation verwandelt dann dein Quanten, macht dann eine exakte Kopie von dem, was ursprünglich auf dem Bit war, das ich gehabt habe. Das ist, dass wirklich zu 100% die gleiche Information übertragen wird.
Genau, genau. Aber eben Quanteninformation. Mhm. Das ist der springende Punkt. Und das ist sonst nicht so einfach möglich. Also es ist eine Informationsübertragung und diese Information geht von Punkt A nach Punkt B, obwohl, wie soll ich sagen, meine Quanteninformation nie dorthin irgendwie gegangen ist, sondern die wird eben über diese Verschränkung dann letztendlich übertragen. Wie viel kann man heute schon bei Beamen übertragen? Kann man da schon mehrere Moleküle übertragen oder sind das wirklich nur Photonen oder was kann man da halt übertragen? Also was gezeigt worden ist, die Experimente sind ein Quantenbit von zum Beispiel, hat man mit Photonen gemacht, aber eben auch, also die Experimente beim Rainer Platter in Innsbruck waren mit Ionen. Ich habe von Ion 1 zu Ion 2 die Information von einem dritten Ion geschickt, von einem einzelnen, also ein einzelnes Quantenbit. Ich denke mal so, dass das Beamen war einfach damals so die erste, unter Anführungszeichen, einfache Anwendung der Quantenphysik, um alle interessanten Phänomene zu zeigen, um zu zeigen, ich habe eine große Kontrolle über mein System, ich kann diese notwendigen kleinen Algorithmen laufen lassen. Im Moment würde ich sagen, ist da jetzt von der experimentellen Seite der Fokus wirklich in Richtung dieser Quantensimulationen. Da ist dann... Weil einfach die Anwendungen da sofort viel einfacher sind und auch, weil genau. Sie viel kurzfristiger sind. Also das heißt, beim Beamen kann es vielleicht sein, dass wir in 45 Jahren irgendwann mal beamen können oder wenn überhaupt. Und ich meine, wie gesagt, also es ist die Frage, was man damit macht, weil Star Trek beamen wird sich damit nicht spielen, weil ich übertrage ja nur ein Bit an logischer Information, okay, ein Quantenbit, aber wie soll ich sagen, wenn ich was beamen will, dann muss ich auf der Seite jetzt, genau, das ist nur nebenbei eine kleine Konsequenz der Quantenmechanik, damit ich die Information da drüben überhaupt kriege, muss ich auf der anderen Seite zerstört sein. Da gibt es das sogenannte No-Cloning-Theorem, ich kann Quanteninformation nicht kopieren. Es ist nicht möglich, sondern wenn ich es von A nach B heißt es, zerstöre sie da und dann hast sie da drüben. Oh, das ist ja, also das ist ja philosophisch ja ganz interessant, oder? Das heißt, da fragt man sich dann, wie schaut es mit einem Star Trek Beamen aus? Heißt es, gibt es auch, ich glaube, da kann man sicher mal so in Foren ein bisschen mal online umsuchen. Da findet man sicher ganz interessante Standpunkte. Von wegen, heißt es, lokal müsste man komplett dematerialisiert werden, komplett alles vernichtet und dann kann ich diese Quanteninformationen übertragen und was Neues aufbauen. Da will ich jetzt gar nicht weiter eingehen, weil da kann ich mich nur verbrennen, sage ich mal. Insofern, diese Teleportation, da geht es eben einfach darum, sie hat dann schon auch es gibt dann schon Anwendungen für diese Teleportation innerhalb von Quantenalgorithmen, für gewisse Modelle, wie man einen Quantencomputer bauen kann. Diese Teleportation, ganz ähnliche, ich sage mal, Protokolle, die man für die Teleportation verwendet, kann man dazu verwenden, um, sagen wir mal, ich will zwischen A und B, wir haben schon gesagt, um so einen sicheren Schlüssel zu haben, brauche ich zwischen Punkt A und Punkt B ein verschränktes Teilchen. Und jetzt stellt sich raus, diese Übertragung von solchen Photonenbahnen funktioniert nur über eine gewisse Distanz gut. Weil selbst in unsere super Hightech-Glasfaserkabel, die wir haben, nach einer gewissen Zeit ist einfach mein Licht absorbiert worden. Und klassisch löst man das, indem man dann Verstärker hinbaut, die das Licht wieder heller machen, unter Anführungszeichen. Das darf ich aber quantenmechanisch nicht, weil da zerstört es meine Quanteninformation. Diese Verstärker kann man dann aber durch sogenannte Quantenrepeater ersetzen, die man so quasi, mit denen man Protokolle machen kann, wo ich dann so quasi sukzessive mich immer weiter nach außen arbeite und immer größere Teilstücke miteinander verschränke. Das heißt, ich fange an mit einer ganz kleinen Verschränkung, dann transportiere ich sie wieder eine Stufe nach außen, wieder eine Stufe nach außen und so weiter und so fort. Wenn ich das richtig mache, dann kann ich sage mal, Innsbruck mit Zürich ein verschränktes Teilchen zum Beispiel miteinander teilen. Wie lange bleiben die verschränkt? Bleiben die unendlich lang verschränkt? Oder muss man einfach aufpassen, dass die nicht miteinander, also dass die nicht mit irgendwas anderem interagiert wahrscheinlich?
Nein, unendlich lang, nein, man muss halt das Ganze, natürlich müssen sie eine gewisse Zeit leben, aber das Ganze muss sich so halt, wie soll ich sagen, insgesamt muss das halt passen, dass ich genug Zeit habe, diese Strecke aufzubauen und dann diese Ressource noch zu verwenden. Das heißt, von welchem Zeitraum reden wir da? Das hängt davon ab, was du für Technologie haben willst. Also da gibt es alles. Also ja, reden wir da von Millisekunden, Sekunden, Stunden, Sekunden, Jahre? Ja, genau. Nein, Millisekunden, Sekunden, aber es stellt sich raus, das reicht dann schon, um solche Distanzen dann mal aufzubauen. Gibt dann auch schon, wenn man einen guten Quantenspeicher verwendet, also zum Beispiel ein einzelnes Ion, da kann man dann schon auf Speicherzeiten für Quanteninformationen von vielen, vielen Sekunden, vielleicht sogar bis einer Minute kommen. Also das lässt sich machen. Also da kommt man dann schon hin. Das heißt, in diesen Quantenrepeatern, die man eben verwendet, um das aufzubauen, brauche ich eben einen Speicher drinnen, der sehr langlebig ist, damit ich dann so quasi sukzessive diese Kette mir weiter stricken kann und Punkt A mit Punkt B verbinde. Genau. Wow, cool. Also da nebenbei sind wir auch, ist auch in Innsbruck, gibt es ein Projekt dafür. Es ist der Ben Lennion arbeitet da dran, der hat letztes Jahr gerade den FFF-Startpreis dafür gekriegt. Also das erlaubt ihm eben diese Forschung zu realisieren. Da ist aktiv genau an sowas dran versuchen zu bauen. Also so, da wollen sie ein Experiment bauen, wo sie da in Innsbruck haben wir einmal das Institut für Experimentalphysik, wo Experimente in Richtung Quantenforschung gemacht werden, und es gibt das Institut für Quantenoptik und Quanteninformation von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Die wissenschaftlichen Direktoren von dem Institut sind gleichzeitig auch alle Uniprofessoren, und da gibt es halt praktisch diese zwei Gebäude, die, weiß nicht, was sind es denn, ein paar hundert Meter auseinander sind. Und jetzt ist die Idee, ein Experiment da drüben, ein Experiment dazu haben und mal zu zeigen, dass man Teilchen über diese große Distanz verschränken kann, vielleicht nur irgendwo einen Tritt hinstellt, dann wird es nämlich interessant, dann kann man wirklich sagen, 3 ist so quasi der kleinste Baustein für so einen Quantenrepeater. Wenn man das sagen kann, ist das schon mal ein großer Schritt. Genau, cool. Du, bevor ich zum Schluss unsere Abschlussfragen frage, eine Frage hätte ich noch. Wie erklärt denn die Quantenphysik oder die Quantenmechanik den Tod? Was würde da passieren? Was passiert? Ist der Gedanke, ist der quantenphysisch oder quantenmechanisch messbar? Was wir messen können, sind die Hirnströme, die fließen. Ich meine, das kennst du wahrscheinlich sogar besser, die Methoden, als ich. Ich kann dir die Physik dahinter vielleicht erklären, was man verwendet, aber tatsächlich, was im Körper vorgeht, nicht. Aber wie gesagt, also da muss ich wieder einfach zurückgehen und sagen, okay, ich kann das messen, ich kann da sagen, okay, wenn du, keine Ahnung, eine Banane vor dir siehst, dann ist da links oben im Hirn leicht etwas auf, sage ich jetzt einmal, aber dann drüber raus. Das einfach ein System, das für quantenmechanisch einfach, da können wir wieder in die Richtung, ist nicht die richtige Beschreibung. Also irgendwer kann vielleicht sich die Mühe machen und mal anfangen, darüber nachzudenken, aber es ist einfach nicht relevant, weil wieder zurückzukommen auf das Beispiel von einem Ingenieur, der ein Flugzeug bauen will. Man kann schon anfangen, das mit der Quantenmechanik zu beschreiben, aber was ist denn die Sinnhaftigkeit dazu? Weil im Endeffekt, wenn wir dann draufkommen, jetzt haben wir es quantenmechanisch versucht zu interpretieren, auszurechnen, was auch immer. Letztendlich sind wir draufkommen, es ist ja eh like klassische Mechanik. Das ist ja immer ein bisschen die, was man auch nie vergessen darf. Also eine Forderung ist immer, dass letztendlich die Quantenmechanik in einem gewissen Limit wieder retour laufen muss auf die klassische Mechanik. Also es muss einfach letztendlich, wenn man alles mitnimmt, unsere tägliche Welt erklären. Ob ich das dann mit der Quantenmechanik machen muss, ist eher die große Frage. Und ich würde sagen, nein, warum? Wir haben was perfekt funktioniert. Und ich denke gerade so mit im Sinn von Seele und so weiter, ist es ja noch mehr. Wir wissen ja, wir kennen es ja nicht einmal klassisch
erklären. Und doch ist es was, was wir tagtäglich sehen, oder? Also Bewusstsein und so weiter. Da Quantenmechanik nochmal extra oben drauf zu setzen, weiß ich nicht, was man daraus gewinnen würde. Mhm. Aber auch wie gesagt, also das ist auch wieder etwas, mit dem ich mich eigentlich überhaupt nicht beschäftigt. Das ist, Wissenschaftler durch und durch. Wie gesagt, also für mich ist immer, für mich, der Punkt ist immer der, man gebe mir ein Messprotokoll, um zu zeigen. Kannst du es falsifizieren? Kann ich es falsifizieren? Oder ist das Messprotokoll soweit in Einklang mit der Theorie? Genau, das ist so. Warum ist das Falsifizieren so wichtig? Das ist immer der Punkt, weil man muss einfach, wie soll ich sagen, weil sonst arbeitet man bewusst irgendwo hin und versucht zu sagen, ah, das ist so, oder? Weil das ist einfach von der Methodik her einfach eine andere Herangehensweise, weil ich kann wahrscheinlich immer mein Experiment so hintrimmen, unter Anführungszeichen, dass es mir das richtige Resultat liefert. Wenn ich aber umgekehrt versuche, die ganze Zeit eigentlich das Möglichste zu machen, um da zu sagen, na, das stimmt so nicht, dann ist es einfach eine ganz andere Herangehensweise. Natürlich, wie soll ich sagen, muss man das mit Hausverstand machen. Ich meine, okay, wie gesagt, also gerade um wieder zurückzukommen zu der Box, die wir bauen, naja, wenn ich bewusst meine Box schlechter mache, dann muss man klar sein, dass ich da keine Quanteneffekte beobachten kann. Aber wenn ich die Box so gut gebaut habe wie möglich und dann bleibt alles bestehen, also alle Voraussetzungen sind erfüllt und dann mache ich Messungen, wo ich kein Resultat außerkriege, das dem widerspricht, dann muss ich sagen, okay, insoweit ich so mal sagen kann mit meinen Messungen, ist die Theorie richtig. Das heißt nicht, dass jemand anderer was anderes finden kann. Mhm. Genau. Also und ich denke mal so, also gerade mit der Quantenmechanik hat es in den letzten, ja, ich will fast sagen 100 Jahren jetzt dann langsam, ich meine, da sind die Anfänge dann der Quantenmechanik nur theoretisch gewesen, aber schon basierend auf Experimenten, ist es einfach so, das Ding ist mittlerweile ziemlich gut getestet und bis jetzt haben wir mal noch nichts gefunden, dem der Quantenmechanik jetzt widerspricht. Ist doch unglaublich, ja. Oder wenn man sich überlegt, eine Theorie, die für den Hausverstand so schwer zum Begreifen ist, nicht erklärbar für den normalen Menschen, aber das sich eigentlich nicht falsifizieren lässt. Soweit mal schaut es so aus, ja. Wobei wieder, also ich glaube, dass das mit dem lass sich von einem normalen Menschen nicht verstehen, ist jetzt für mich, jetzt übertrieben gesagt, ein bisschen herbeigeredet. Ich denke, wenn man gewisse Sachen akzeptiert hat, und ich glaube, was man akzeptieren muss, ist, dass es eben diese Verschränkung gibt, dass es diese Superposition gibt, also diese Gleichzeitigkeit von Sachen, also es darf sowohl in dem Zustand als auch in dem sein, dann ist der ganze Rest, wenn man das mal okay sagt, okay, das akzeptiere ich, dann ist der ganze Rest eigentlich, lässt sich dann schon erklären. Also ich glaube, das ist, man muss nur diesen einen Schritt, sage ich mal, wagen, zu sagen, okay, vielleicht gibt es da noch was drüber raus. Und dann, glaube ich, kann man die meisten Sachen, vielleicht braucht man dann ein bisschen mathematisches Verständnis, es dauert dann vielleicht ein bisschen länger, aber ich glaube, das muss immer gehen. Ich denke an ein guter Spruch in dem Zusammenhang, den mein Doktorvater immer gesagt hat, Gerhard, du musst deine Experimente deiner Uroma erklären können. Und ich glaube, das ist sollte definitiv ein Anspruch sein. Also wenn man sagt, okay, man hat jemanden, der interessiert ist und er will jetzt dieses Experiment verstehen, dann müssen wir das schaffen, das so weit rüberzubringen. Und das muss möglich sein. Und ich glaube, das würde man würde man es zutrauen, glaube ich, für jetzt von meinen Experimente zu machen. Hast dann dezidiert, setzen wir uns, weiß ich nicht, eine Stunde oder was auch immer hin und reden wir über das eine Experiment. Und ich glaube, dann kann man schon eigentlich alles zumindest motivieren, vielleicht nicht bis ins letzte Detail, aber schon, was geht drinnen vor, was haben wir denn gemessen, was waren die Ergebnisse und was sagen sie uns. Klar. Ich glaube, das lässt sich machen.
warum glaubst du, finden die Quanten, ich meine, glaubst du, du wirst es wissen, ich weiß es nicht, deswegen frage ich, warum glaubst du, dass so quantenphysikalische Phänomene bei großen physischen Objekten nicht da sind, sondern nur im ganz kleinen? Hat das mit dem System zu tun? Das ist im Endeffekt einfach, weil so große Systeme ist einfach, die schicken die ganze Zeit Informationen weg. Was auch immer das ist, ist es im einfachsten Fall wieder die Wärmestrahlung, die weggeht und die man jederzeit irgendwo messen kann, die man sagen, ah, du bist aber genau dort. Also es ist einfach das. Also das berühmte Zitat vom Bohr an Einstein war, ist der Mond nicht da, wenn man nicht hinschaut, ist schwer, weil der Mond unter Anführungszeichen so viel wegschickt, dass der Mond eigentlich immer da ist. Genau, der Mond ist immer da, genau. Also ich sag mal so, im Zweifelsfall ist es die Erde selber, die es Licht, das der Mond von der Sonne reflektiert. Ja, es müsste wahrscheinlich sogar die Gravitation richtig weg sein, oder? Richtig. Das ist zum Beispiel ein großer Punkt, was eben diese großen Sachen interessant macht, gibt es ein fundamentales Limit aufgrund der Gravitation. Gibt's das? Sind wir dabei, dran zu arbeiten? Es gibt Leute, die eben anfangen, also das Problem da ist, da muss man dann anfangen, ich sage mal, Quantenmechanik mit Relativitätstheorie zu verheiraten. Was spannend ist, weil das ist doch der heilige Gral, oder? In gewisser Weise ist spannend, aber sehr, sagen wir mal, challenging. Also da ist, und auch da muss man dann erstmal die Experimente da bauen, wo ich das tatsächlich testen kann. Also auch da grad muss man sich überlegen, muss ich ein System bauen, wo ich mir eigentlich hundertprozentig erwarte, es muss der Quantenmechanik gehorchen. Also zum Beispiel, ich muss diese Superpositionen erzeugen können, aber ich kann es nicht. Weil die Gravitation kann man nicht, sage ich mal, aufhalten. Die ist, ja, da. Ist ja da im Universum man, eingebettet. Da kann man keine Box bauen, sage ich mal. Und wenn wir da irgendwo ein Limit erreichen, wo man dann sieht, hoppala, jetzt ist aber irgendwas passiert. Das ist eben so ein bisschen die Herausforderung. Wie bauen wir Experimente, wo wir dann sehen, gewisse Sachen in der Quantenmechanik, zum Beispiel kennt man die Unschärferelation, oder? Also das ist zwischen Ort und Impuls, dass man nicht beides beliebig genau messen kann, gibt es auch zwischen Energie und Zeit. Und da kann man dann zum Beispiel, gibt es Theorien, die dann sagen, was die Relativitätstheorie macht, ist Korrekturen auf diese Unschärferelation draufpacken. Aber die sieht man nur, wenn man genügend groß und so weiter ist, die richtigen Voraussetzungen, das richtige Experiment dafür gebaut hat. Genau, also da ist man schon, aber das ist alles, muss man sagen, eigentlich aktive Forschung. Da ist man dabei, dorthin zu gehen. Was man vielleicht da auch sagen kann, nur damit ist noch, der Nebeneffekt von sowas stellt sich raus, ist, dass man jetzt mehrfach schon einfach Technologie entwickelt hat, die super Anwendungen hat. Zum Beispiel, um ganz, ganz schwache Magnetfelder zu messen, gibt es eine sogenannte SQUID. Also ist ein Superconducting Quantum Interference Device. Ist ein elektronisches Bauteil aus Superleitern, das der Quantenmechanik gehorcht, und das ist einer der sensitivsten Magnetfeldsensoren, die wir haben. Also zum Beispiel für Hirnstrommessungen und so gibt es einige Geräte, die das verwenden. Leute sind auch dabei, soweit ich weiß, das für Niedrigfeld Magnetresonanztomographen sich anzuschauen, ob man das nicht damit verwenden kann. Das ist eines. Die Atomuhr ist auch was anderes. Also gewisserweise, warum Atomuhren, also unser heutiger Zeitstandard, so genau ist, ist schon die Quantenmechanik, weil man da was verstanden hat. Und diese neuen Atomuhren, die Leute jetzt am Bauen sind, da braucht man tatsächlich Quanten, ich sage mal Methoden, die man in diesen Experimenten entwickelt hat, um die so gut kontrollieren zu können, auslesen zu können. Und die sind jetzt halt vier Größenordnungen nochmal besser. Das heißt, da kann man sich dann in Zukunft überlegen, anfangen,
können wir noch besseres GPS bauen. Haben wir dann ja, aber GPS basiert ja auch auf der ganzen Quantenphysik. Genau. GPS basiert im Endeffekt, dass ich eine sehr, sehr, sehr genaue Uhr habe und wenn ich noch eine genauere Uhr bauen kann, kann ich potenziell GPS sogar noch besser machen. Das ist eins. Das nächste ist, gerade für diesen ganzen mikromechanischen Sachen, was ich da ein bisschen erwähnt habe, stellt sich raus, ja, die sind nebenbei auch noch super Kraftsensoren, Beschleunigungssensoren. Da habe ich überhaupt nicht drüber geredet, aber es gibt, man kann solche Quantenbits auch in, wie soll man sagen, Fehlerstellen oder Farbzentren von Diamanten bauen. Das wird noch ein bisschen länger dauern, aber. Was wäre da der Benefit? Das Interessante daran, also die versprechen lange Speicherzeiten und haben andere Vorteile, aber was diese Systeme interessant macht, ist, dass Diamant ein sehr gutes, wie soll man sagen, wie sagt man es auf Deutsch, gut wurscht, Host Material ist, also wo ich das drinnen habe. Und da gibt es Experimente im Harvard-MIT-Kollaboration, soweit ich weiß, die jetzt anfangen, diese Dinger in Zellen reinzupacken. Menschliche Zellen. Ob es menschliche sind, weiß ich jetzt nicht, da werden Tierzellen sein. Das müsste ich nachschauen, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich nehme mal an, Tierzellen ist wahrscheinlich forschungstechnisch wesentlich einfacher zu kriegen. Aber wo sie jetzt anfangen, lokal in diesen Zellen auf Submikrometer Auflösung elektrische Felder, magnetische Felder, Temperatur, Druck und so weiter messen können, was sonst von außen nicht zugänglich war. Aber das mit diesen, da haben sie unterschiedlichste Sachen gemacht, irgendwie so Zellen, um die Sachen umwachsen lassen, die irgendwie reinzukriegen und so weiter. Und da sind sie jetzt dabei und das ist natürlich sehr interessant für Biologen wieder, müsstest du die wahrscheinlich besser auskennen als ich, um einfach noch feiner zu verstehen, was in so einer Zelle denn tatsächlich vorgeht. Ja, also ich glaube, da ist die Quantenmechanik ist eigentlich jetzt, ich glaube, wir sind an einem Punkt ankommen, wo man von manche Leute nennen das die zweite Quantenrevolution unter Anführungszeichen. Die erste war so quasi, okay, sie hat unser Anschauungsbild der Physik verändert. Und die zweite ist jetzt kämen Technologien außer, die auf der Quantenmechanik basieren und die man in Zukunft wahrscheinlich tatsächlich einsetzen können, um viel bessere Messungen zu machen, um eben Sachen zu verstehen, auch in anderen Gebieten, die man vorher nicht verstanden hat. Mhm. Genau. Cool. Ja. Du, ich weiß, langsam musst du los. Ich hatte gerne noch ganz kurze Fragen. Und zwar, wo geht es jetzt bei dir hin? Was ist jetzt bei dir so, was siehst du jetzt auf die zukommen oder wo ist jetzt deine Zukunft, wo es hingehen soll? Genau, also bei mir ist jetzt halt hauptsächlich mal so den Aufbau der Gruppe jetzt wirklich mal, das ganze Labor und alles, dass man tatsächlich jetzt wir sind gerade dabei, so die ersten Messungen jetzt zu machen von Sachen, die wir uns angeschaut haben, in Richtung Quantensysteme im Endeffekt, Quantensimulation. Das muss jetzt einmal aussehen. Ja, und dann geht es schon darum, uns wirklich Gedanken zu machen, wie können wir diese Systeme bauen und die Hauptfrage, die mich interessiert, ist, wie kann man so einen Quantensimulator bauen, der tatsächlich in die Richtung geht, wo man sagen so, und jetzt haben wir was gebaut. Mit dem du Sachen vorhersagen kannst. Genau, wo man jetzt anfangen können, Modelle zu studieren, wo man klassisch nichts drüber sagen kann oder nur für ganz kleine Größen, wo man wirklich in eine Richtung gehen, wo man sagen kann, okay, jetzt gehen wir wohin, wo man tatsächlich unter Anführungszeichen neue Physik uns anschauen können. Da sind wirklich gewisse Phänomene, wo man vielleicht dann verstehen können, wie die funktionieren. Glaubst du, man kann das Wetter mal vorhersagen? Das ist ein klassisches Problem. Das ist was, wo man eher an Meteorologen oder numerische Physiker eigentlich fragen müsste. Warum glaubst du nicht, dass es einfach nur eine Hochzahl an Variablen ist, der klassische Computer nicht ausrechnen kann mit einem Quantencomputer? Ja, das Problem ist, okay, wieder, da lehne ich mich jetzt ein bisschen weiter aus, das ist nicht gerade mein Spezialgebiet. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das System einfach intrinsisch sehr instabil und so schon fast eigentlich chaotische Systeme
von einer gewissen Größe da Vorhersagen zu treffen, ist irre schwierig. Einfach weil ich sage mal, minimalste Änderungen am Ausgangspunkt oder an der Ausgangssituation können zu riesige Änderungen im Endeffekt führen. Der Schmetterlingseffekt, ist so in der Richtung, genau. Und das ist halt, es ist die Frage, ob ich jemals genug Daten sammeln kann. Oder wie fein, wie soll ich sagen, ich glaube, da gibt es noch immer, wie soll ich sagen, jemand, der sich auskennt, bitte korrigiere mich. Es gibt, wie soll ich sagen, wie fein muss ich Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit verteilt über, weiß ich nicht, Europa, die Welt oder was auch immer wissen, um Vorhersagen zu treffen. Und vor allem, ich glaube, der große Punkt ist auch der, wie weit in die Zukunft. Ich denke, was schon recht gut funktioniert, ich glaube, da sind es gibt eigentlich recht gute Modelle, lokal für die nächsten 1-2 Tage, ich glaube, da sind sie schon ziemlich gut. Also ich glaube, da können sie, wie soll ich sagen, da sind ihre Trefferquoten schon sehr hoch. Also wirklich, lokal, mich interessiert nur, wie ist das Wetter in dem Tal für übermorgen. Okay, weil wir haben da jetzt ein Fest oder eine Veranstaltung. Ich glaube, da sind sie schon ziemlich gut. Global dann, was passiert überhaupt und wie und immer in den nächsten Wochen, weiß ich nicht. Da. Wie gesagt, das spannend. Ist eine Frage. Also ja. das ist wirklich was, womit wir uns eigentlich nicht beschäftigen. Das ist da sind Meteorologen, numerische Physiker, teilweise heutzutage Informatiker, weil das in gewisser Weise auch ein, wie nennt man es so schön, Big Data Problem ist. Ich habe einen riesen Bunch von Daten und muss halt jetzt irgendwas damit anfangen und Vernünftiges vorhersagen. Du Gerd, ganz kurze Fragen zum Schluss, ganz aus dem anderen Bereich oft. Was war der letzte Einkauf unter 100 Euro, der bei dir einen vollen Mehrwert gegeben hat? Der letzte Einkauf unter 100 Euro, der einen Mehrwert gegeben hat? Meine Noise Cancelling Headphones. Cool. Ja, das glaube ich. Zum Fliegen und sonstigen. Das ist in Gold wert. Ja, das glaube ich. Bist du Apple oder Android-Nutzer? Ich bin Android-User, aber ich verwende das, was am besten funktioniert. Okay, also ohne irgendeinen tieferen Grund, sondern. Für mich. Ich hab schon Macs verwendet, im Moment Windows. Und du hast da kein Problem mit der Umstellung? Nein, meine Frau hat ein iPhone. Es gibt, jede Plattform hat ihre Vor- oder Nachteile. Im Moment für mich, in Gesamtsituation, ist es Windows und Android. Heißt nicht, dass es in ein paar Jahren Apple ist oder was ganz anderes. Wow, also spannend, weil die meisten, die haben ja doch da so langfristige Vision, oder? Also, wie soll ich sagen, ich bin einfach der, ich bin da kein, wie sagt man so, Evangelist. So ja, Fanboy oder was auch immer du sagen willst. Für mich ist einfach das, egal mit Technologie, sie muss funktionieren. Mhm. Was da für ein Name draufsteht, ist mir total egal. Sei das mit, keine Ahnung, Computer, Handy, Kamera, weiß nicht, was noch alles sagen kann. Funktionieren muss es. Klar. Und wenn es das tut, passt's. Und das ist alles, was zählt. Hast du einen Klingelton oder bei dir lautlos? Bitte? Verwendest du einen Klingelton oder Handy lautlos? Immer auf Vibration eigentlich fast. Ja. Wobei unter der Woche Vibration und am Wochenende mit Klingelton. Das ist zum Beispiel ein Vorteil vom Android, wo ich es im Moment habe, das macht das Ding automatisch für mich. Ah, okay, das kannst du einstellen. Okay, macht Sinn. Okay, na, genau, ja. In der Früh darf da irgendwas nicht fehlen für einen guten Morgen? Oder ist das bei dir total wurscht? Frühstück muss sein. Okay, was heißt Frühstück? Was ist bei dir ein Frühstück? Kann wurscht, kann ein Müsli, kann ein Brot, kann was auch immer sein, aber ich brauche in der Früh ein Frühstück. Kaffee? Einfach mal, Tee, Schwarztee. Ich brauche einfach in der Früh meine, ich sage mal, weiß ich nicht da, jetzt mit der Familie, mit zwei Kids, ist es interessanter geworden, aber ich brauche. Wie alt sind die zwei? Die Ältere ist drei, noch nicht ganz dreieinhalb und die Jüngere ist eineinhalb, noch nicht ganz, genau. Cool, gratuliere.
Danke, danke. Und ja, genau, da brauche ich einfach in der Früh einmal, damit die alles zum Laufen kommt, ein Frühstück einfach mal so, um alles zu akklimatisieren oder was auch immer. Wie handelst du das mit denen? Arbeit, Familienzeit? Wie trennst du das oder wie schaut das aus? Ich versuche so weit als möglich meine Wochenenden freizuhalten. Also da wird, oder sagen wir es mal so, am Wochenende wird nur am Abend gearbeitet und sonst so Samstag, Sonntag, soweit ich das mache, ich meine, es ist nicht immer möglich mit irgendwelchen Reisen, wenn irgendwelche großen Sachen anstehen, muss ich mal am Wochenende arbeiten, aber sonst wird das so weit als möglich freigehalten. Und was ich auch versuche, ist eigentlich immer mehr oder weniger zum Abendessen oder allerspätestens zum Schlafengehen daheim zu sein. Und dann wird einfach da so quasi kurze Pause mal eingeschoben und noch ein bisschen Familie zumindest und dann geht es halt. Und dann halt am Abend in der Nacht noch genau. weitergearbeitet. Genau. Ja, das macht voll Sinn. Cool, super. Du, allerletzte Frage und das ist immer, also zwei letzte Fragen, aber eine davon, das ist ein bisschen eine philosophische Frage und zwar, angenommen, wir hätten jetzt voll schlechte Nachrichten, ein Asteroid stürzt auf die Erde zu, wir haben leider mehr wenige Stunden zum Leben. Was würdest du in den letzten Stunden machen? Ich glaube, zu meiner Familie gehen. Das ist, glaube ich, ganz klares Statement. Also da ist, wenn es wirklich um ein paar Stunden geht oder wie auch immer, ganz klar. Dann irgendwas Spezielles mit denen machen oder einfach nur irgendwo Zeit verbringen? Zeit verbringen. Kein anderer sein. Ich glaube nicht, dass ich jetzt da noch dann anfangen würde, irgendwas, wie soll man sagen, so schön auszureißen wollen. Nein, genau. Wenn du die Möglichkeit hättest, jedem Menschen auf der Welt mit einem Smartphone in der Früh eine kleine kurze Nachricht zu schicken, was würdest du der Welt schicken? Jeden Morgen die gleiche Nachricht? Jeden Morgen die gleiche Nachricht. Deine Chance, die Welt positiv zu verändern. Ich glaube, dass irgendwie, also jetzt, ich weiß nicht, das müssen wir uns auch kurz überlegen, wie man das, keine Ahnung, in einer kurzen Nachricht zusammenfasst, aber ich glaube, irgendwie ist wenn man jedem so in jeden Tag in der Früh daran erinnert, versetzt die mal in die Schuhe vom anderen. Ich glaube, das wird viele, viele Probleme lösen und generell viele Sachen, wie soll ich sagen, Interaktionen und so weiter erträglicher machen. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie gesagt, wie man das jetzt in einer guten Ernstzeiler. Versetzt ihn in die Schuhe vom anderen, das ist ja perfekt. Ja, genau. Ja, genau, aber halt schon mit im Sinne von, muss man vielleicht erklären, aber ja, ich glaube, das wäre so, ich glaube, das wird sehr oft viel, viel bewegen, glaube ich. Ja, sau cool, super. Gerhard, hey, ich sag tausend Dank für die Zeit. Ich sag total oft, man ist der Durchschnitt der Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Und ich und meine Zuhörer haben gerade 1,5 Stunden mit dir verbringen dürfen. Hey, ich bin da so, so, so dankbar. Bitte gerne. Ja, hat Spaß gemacht. Gerhard, ich sag tausend Dank. Ich wünsche dir einen super Tag. Danke dir. Ebenso. Mach's gut. Ciao. Danke dir, Gerhard. Wenn dir diese Show gefallen hat, hinterlasse bitte einen positiven Review im iTunes Store. Du erkennst, wie wichtig die richtigen 5 Menschen um dich herum sind? Du möchtest dein Leben genauso dominieren, anstatt immer nur zu kämpfen? Doch, wie geht das? Genau dafür hat Dr. Julian Hosp die Dominieren statt Kämpfen Mastermind-Gruppe gegründet, in der du exklusiven Zugriff auf Insiderwissen zu Gesundheit, Beziehungen, Netzwerken, Business, Finanzen und vieles mehr bekommst. Tausche dich zudem mit hochmotivierten Menschen aus und erweitere dein Netzwerk automatisch, ganz bequem von zu Hause aus. Schau gleich auf www.julianhosp.com/mastermind und buche deine kostenlose Intro-Stunde. Dominiere, anstatt nur zu kämpfen. Für noch mehr großartige Gespräche, vergiss nicht, nächste Woche wieder reinzuhören.